und ihnen ein Leben lang die Angst vor. Ah, oh Gott. Ah, genau. Das sind die, die meine Frau liebt. Oh nee, das ist ja fürchterlich. Oh Gott. Jetzt ist es kaputt. Aber da muss man ja schon viel machen. Jetzt. Das war ja schon, das war schon rumgehalten. Ja, und mit dem, ja. Ist hat. So. Im Prinzip würden Sie jetzt einfach nur damit anfangen. Baumwolltuch, ganz normal. Wenn es aufhört zu tischen, dann das kann man damit ist es Bügel. Das ist Bügeleisen schon. Kälte geworden an der Stelle. Also der Begriff rausbügeln, das kommt echt von Kommt von den Schreinern, ja. Die Kirschner behaupten das auch, die mit Fellen arbeiten, aber die lügen. Man sieht es schon. Also man sieht schon, dass man nichts mehr sieht. Und das ist egal, ob wie das Holz danach behandelt worden ist? Geölt. Nein, es muss geölt sein. Sobald es lackiert ist, geht es nicht. Okay, ich habe mal das, weil die Feuchtigkeit eben das Wasser nicht durch den Lack kommt. Bei Lack machen sowohl den Lack kaputt als auch das Holz drumherum. Und es wird dann grau und dann kann das wachen, bis es schwarz wird. Ja, man spürt es noch ein bisschen in der Tiefe. Ja. Gut, es war aber auch ein tierisches war Loch. Ziemlich tief, aber. Das ist schon deutlich weniger, das ist fast nichts mehr. Ja, das ist fast nichts mehr. Doch noch? Ja. Keine Ahnung. Das ist Wahnsinn. Okay. Weil im Prinzip geht es immer, es ist halt einfach eine Frage des Umgangs, der Geduld, des Bügeleisens und so weiter. Aber geht das bei jedem Holzarten? Das geht bei jedem Holz. Das geht bei jedem Holz und es geht eben auch, wenn sie jetzt mit einem Messer reingegangen ist. Richtig, genau. Ne? Ich unterschreibe alles.